Waren hier Spielverderber am Werk oder sind es ernstzunehmende Vorwürfe? Für die Tierschützer von PETA steht es fest, der Zirkus Afrika quält seine Elefanten. Den Elefanten bei Zirkus Afrika geht sehr schlecht und es geht hier vor allen Dingen um die Sachen, die hinter den Kulissen passieren, die man als Besucher gar nicht zu sehen bekommt. Die Tiere müssen jede Nacht in Ketten im Stallzelt verbringen. Das heißt also, sie werden an zwei Beinen angekettet. Und das ist auch der Hauptgrund, warum sie diese Verhaltensstereotypien entwickeln. Also diese schweren Verhaltensstörungen, die man den Tieren ansieht. Das ist dieses Kopfschwingen, Hin- und Herschwingen mit Kopf und Körper. Und es signalisiert deutliches Leiden der Tiere. Wir statten dem Zirkus einen Besuch ab. Überraschend und ohne Vorankündigung. Verhaltensgestörte Elefanten? Wäre das so, hätte uns Zirkusdirektor Hardy Weisheit sicherlich nicht direkt an die Tiere gelassen. Sie wirken auf uns friedlich und ausgeglichen. Wunden, etwa von Eisenketten herrührend, können wir nicht entdecken. Wir sind ein Traditionsunternehmen in der 7. Generation. Unsere Elefanten oder überhaupt unsere ganzen Tiere gehören zur Familie. Die älteste Dame ist Big Gandhi, sie ist 49 Jahre, die ist sogar alt wie ich. Die ist mit mir zusammen groß geworden und hat dieselbe Muttermilch bekommen, aus derselben Flasche. Das heißt, sie ist wie eine Zwillingsschwester. Wie kann das sein, dass ich meine Zwillingsschwester schlecht behandle? In einem Protestbrief fordert die Tierrechtsorganisation PETA die Stadt Aschersleben auf, dem Zirkus keine Flächen zur Verfügung zu stellen. Der Oberbürgermeister antwortet, der Bitte, künftig keine kommunalen Flächen mehr an Zirkusse zu vermieten, die Wildtiere mitführen, wird die Verwaltung der Stadt Aschersleben nicht nachkommen. Heute überprüft der zuständige Veterinär den Zirkus. Der Tierarzt war in den vergangenen Tagen schon öfter hier, unangemeldet und unerkannt. Die Tierrechtsorganisation PETA hat ihre Vorwürfe auch an das Veterinäramt geschickt. Ein Grund, warum sich der Tierarzt nicht vor der Kamera äußern will. Fazit aber, die Untersuchungen wurden ohne Beanstandung beendet. Die Unterlagen des Zirkus zeigen, dass auch sämtliche Untersuchungen an anderen Gastspielorten ohne Befund waren. OBB heißt immer ohne Befund. Und das heißt, keine Mängel, alles in Ordnung. Das kann man dann mehrere Seiten blättern, von oben nach unten. Das war jetzt zum Beispiel 2015. Und irgendwann geht es dann auch in 2016 über, bis hin zum heutigen Eintrag, das ist der hier. Das Gastspiel in Aschersleben dauert noch bis Sonntag. Der Zirkusdirektor aber denkt schon weiter. Jetzt sucht er eine passende Immobilie, um mit seinem Zirkus an einem Standort dauerhaft sesshaft zu werden.